Okay, die Uni braucht also frische Leichen. Ist ja herrlich. So, was haben wir denn jetzt hier in der Fallakte? Flasche mit durchsichtiger Flüssigkeit. Ich fand eine Flasche, die eine durchsichtige Flüssigkeit mit stechendem Geruch enthält. Das Etikett ist beschädigt. Mhm, kann ich das analysieren? Okay. Ah, jetzt wissen wir hoffentlich, wie das geht, ne? Wir haben 3 davon. Minus 5 davon. Und 4 davon. So, Analyse. Na. So. Dahin. Dahin. Und dahin. Ach so. So, ein bisschen kompliziert, aber okay. So. Bestätigen. Erfolg. So, was haben wir? Es handelt sich bei der Flüssigkeit um Formalin, das zur Einbalsamierung von Leichen verwendet wird. Okay. Zerknüllte Nachricht. Wir haben keine frischen Leichen mehr. Bla bla, das haben wir gelesen. Wir haben ein Set medizinischer Instrumente gefunden. Ein Instrument fehlt. Einen recht schmutzigen Hut haben wir gefunden, unweit eines blutverschmierten Steins. Und eine Blutlache. Okay. So, das war aber nur 2. Da war 1, ne, oder? War hier 1? Ja, hier war 1. Also, ne? Hier ist 4. Mhm. The blade is bent from the impact. Okay. Hier ist auch wieder Blut. The bleeding wasn't severe, there are just a few drops. Mhm. Okay, 4, 1, 2 und 4. Ach, hier ist 3. Hier ist noch ein Hut. An expensive hat with a few grey hairs stuck to the brim. Okay. Und hier ist noch ein Stück Stoff. Someone tore their trousers here. Aha. Okay. Also 1, 2, 3, 4. Wir haben immer noch nicht alle. Hier. Mm, nicely roasted. Ach, hier ist bestimmt das Zelt von dem Vagabunden, hä? Psilocybin mushrooms. These are powerful hallucinogens. Ah ja, ja ja. Und Alkohol. I wonder how even the most destitute always somehow manage to scrape together enough for a drink. Ja, betteln, ne? Und der isst ja nix. Der sammelt Pilze, fängt Ratten und den Rest bettelt er sich für Alkohol zusammen. Okay. Haben wir auch. Ich konnte das leere Grab auf dem Friedhof ausfindig machen. Bei der Untersuchung des Ortes stieß ich auf eine Schaufel mit verbogenem Schaufelblatt und in direkter Nähe einige Bluttropfen. Ein Set Medizin, das kam es schon. Ein Instrument fehlt. Das Abendessen ist Vagabunden, sind Halluzigene. Pilze. Dann ein recht verschmutzter. Ein recht schmutziger Hut unweit eines blutverschmierten Steins, einen teuren Hut mit einigen grauen Haaren an der Hutkrempe und ein gerissenes Stück Stoff an der Wurzel. Das heften wir mal an. So, wieso vibriert jetzt mein Controller?
Wieso tust du? Ach so, wir können schon rekonstruieren. Okay, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Warte mal. Also, hier lag ein Opfer, oder was? Okay, wir haben drei Personen. Wieso haben wir jetzt drei Personen? Welcher ist denn jetzt welcher? Okay, das kann sein. Der stand hier. Die hat eventuell hier Blut. Wartet mal nochmal. So. Bluttropfen fehlt. Armlässe, Halluzinogene, ein rechter Schmutziger und Schalen der Blutlache. Teurer Hut mit grauen Haaren an der Krempe. Ich weiß nicht so genau, welcher sein soll. Aha. Also wartet mal, die Schaufel lag ja hier, ne? So, der hat bestimmt einen mit der Schaufel hier auf den Kopf gekriegt. Okay, warte mal, der mit dem Hut ist der Obdachlose. Oder der Vagabund, ne? So, welche Aussage hatte der nochmal getroffen? Aussage Vagabund, so. So, Abendessen, jemand bei ihm. Zu meiner Hause genickt sein. Ich hörte Schreie. Lichtblitze. Ich verließ meine Behausung, um zu sehen, was dort los war. Und dann sah ich den Reporter, Leonard oder so. Er sagte, dass ein Vampir zwei Menschen getötet hat, ganz in meiner Nähe. Mann, da bin ich nochmal glücklich gewesen. Okay. Also, der hat hier gesoffen, hat geguckt. So, der hat aber nur die beiden gesehen eigentlich. So, das ist der mit dem Hut, ne? Und dem langen Mantel, dann ist das schon mal nicht der. Das ist ein anderer. Das ist der mit dem langen Mantel. Also entweder der. So.
Er hatte zwei Männer, aber hier sind auch drei. Der hat nicht. Dann muss der das gewesen sein mit der Brille. So, und hier ist ja der teure Hut. So, die schlürft das, könnte sein. Dann ist der das auch, der da anbetet vielleicht. Also nicht der. Ehrlich gesagt, ich kann mir da immer noch keinen Reim rausmachen. Wenn die da schlürft, was ist denn dann hier? Also ich glaube, dass die Frau bei beiden Leichen ist und so tut, als ob sie Blut schlürft. Ich weiß es nicht. So, der mit der Brille erschlägt den mit dem Hut. Der mit dem Hut ist der Einbalsamierer. Ich habe keine Ahnung. You're not even trying, Sherry. Doch, ich hab's versucht. So, spazierte über den Friedhof und da sah ich ihn, den Nekromanten. So, er weckte seine Frau von den Toten, die daraufhin aus ihrem Grab stieg. Dann befahl er ihr, die zwei Männer anzugreifen. Also sie hat beide Männer angegriffen. So. Der mit der Brille. Das ist der mit dem Hut. Ich weiß es nicht. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ich konzentriere mich doch. So, nochmal. Einbalsamierung. Das ist der Verdächtige, der Bruder. Das ist der Bruder. Vielleicht doch das hier. You're not even trying, Sherry. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich bin
bin verwirrt. So, der ist zum Friedhof gekommen mit Blumen. So, ich war gerade beim Abendessen. Warte mal, das ist die Aussage vom Vagabund. Wir nehmen erst die Sachen nochmal vom Reporter. So, ich spazierte über den Friedhof und dann sah er den Nekromanten. Ich meine es tot ernst. Er erweckte eine Frau von den Toten, die daraufhin aus dem Grab stieg. Dann befahl er ihr, die zwei Männer anzugreifen, die in der Nähe waren. Anschließend verwandelte sich der Nekromant und sie, die wieder erweckte, in Fledermäuse. Ach, der Typ mit der Brille. Das ist der Fotograf. Der Typ mit der Brille ist der Fotograf. Da muss es ja der Glatzkopf sein. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Lass mich doch mal hier so weiter. Ich bin ein bisschen lost, es tut mir leid. Ich versuche irgendwas hier zu kombinieren, aber irgendwie komme ich nicht weiter. So, der war beschäftigt. So, und der sah die beiden Männer. Und es war noch jemand bei ihm, oder was? Nee. So, der John kam, um das Grab auszuheben. Und es war noch jemand bei ihm, der ja wohl das da einbalsamiert hat oder so. So, und erst danach verließ er ja seine Behausung, um zu sehen, was los war. Ach, so. Okay, Moment. Also, der kommt mit Blumen hier an. Der ist also noch gar nicht da, der Typi. Der Glatzkopf ist der der Bruder. Der Glatzkopf ist der Bruder. Und der ist das der Glatzkopf, der hier betet? Nee. Der ist es.
So, und hier haben wir aber auch nur den Glatzkopf, den Reporter und den Obdachlosen, ne? So, die greift die an. Besser jetzt? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Leute, ich bin vollkommen. Also die Frau hätte ich hier gar nicht hingesetzt. Ich hätte hier einen mit der Schaufel hingesetzt. Nicht den Obdachlosen. Auch nicht den Reporter. Sondern den hier. Aber da der Vagabund, nee, der Reporter hat gesagt, die Frau soll beide angreifen, ne? Vielleicht gab es gar keine Frau. Aber die Leiche ist ja auch weg, ne? So, der macht bei beiden Pieks vielleicht. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Hm. Nee, ich muss hier noch ein bisschen rumprobieren. Es tut mir leid. Ich hab keine Ahnung. Der Vagabund hat doch gar nichts gemacht. The brother of the deceased became furious when he caught the anatomist exhuming his sister's body. He killed him with a shovel. The graveyard keeper took to his heels, but didn't get far. He fell, hitting his head on a stone, which rendered him unconscious. With the murderer gone, the reporter who was hiding punctured the neck of the first victim to imitate a bite. But when he did the same to the second victim, he killed an unconscious man. So we have two murders and two murderers, but no vampires. Vampires are not so scary when you have grave robbers and journalists running around. Alter Falter, war das eine Geburt. Also ich habe hier noch ein paar Mal rumprobiert. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich euch das verschnellt. Oder so. Weil ich echt hier so alles durchgegangen bin. Also prinzipiell hat der, ja, der haben wir ja gerade gehört, der Reporter das inszeniert, dass es wie ein Vampirbiss aussah. Da gab zwei Morde mit zwei Mördern. Also der, wahrscheinlich, also der Bruder, so. Der erste Mord wurde vom Hamil Aki verübt, als er sah, wie der Auto... Anatomie-Professor den Leichnam seiner Schwester exhumierte, geriet er außer... Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Also, der Professor braucht neue Leichen für seine Studenten. So, und der Bruder von der Schwester, der Bruder von der toten Schwester, ja, hat das jetzt gesehen, dass der die Schwester aus dem Grab nehmen wollte, war stinkig und hat ihn damit, hat ihn getötet mit der Schaufel. So. Bei dem zweiten Mal handelt es sich um den Reporter. Der wollte halt eine reißende Story machen mit Vampiren und, tötete dann, die beiden. Also der eine war schon tot
Und den anderen hat er halt angeritzt, dass er dadurch gestorben ist. Tricky. Sehr tricky. Halleluja. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zu Scotland Yard. Hier müssen wir auch nochmal hin, Banditen über den Unterschlupf. Naja, aber wir gehen erstmal zu der Polizeiwache und sagen, hier haben wir. Pferd geht mal aus dem Weg, Mann. So. Hallo.